Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Motorsport Manager. Ja, wir kommen ins neunte Rennen, unser zweitletztes Rennen. Und wie ihr wisst, sind wir auf Position Nummer 1, was die Konstrukteurswertung betrifft. Das ist natürlich nicht gut. Wir sollten eben nicht dort vorne sein. Ich nehme einen Sponsor. Letztes Mal hatten wir hier 800. Wechselt der hier die ganze Zeit? Oder warum haben wir da nur noch... Das wäre... Der kriegt man 700. Ah, für das Qualifying kriegt man 800. IPB. Aber... Ist noch jetzt ein lustiger Kollege. Wenn ich hier aber... Ah, Sponsoren. Da kriege ich hier aber nur 160. Naja. Aha, wir haben Sponsor, da gibt uns 800. Prämien. Nur 160. Bevor Boni haben wir es eben nicht erreicht. Naja, ist ja egal. Wir nehmen den, da ist die Sicherheit größer und wir kriegen auch ein bisschen mehr. Teilinstallation können wir ja nicht machen. Gut, dann gehen wir also in dieses zweitletzte Rennen. Wie gesagt, wir sind in der Konstrukteurswertung auf Platz Nummer 1, wo wir hier nach Russland zum Schwarzen Meer gehen. Und das ist natürlich nicht gerade gut, denn wir möchten nicht unbedingt aufsteigen. Das wissen wir eben auch. Das bedeutet, wir müssen uns irgendwie etwas leisten, wo wir keine Punkte einfahren. Also wir müssen was unternehmen, dass es keine Punkte gibt. Sonst steigen wir auf und so schnell wir aufgestiegen sind, steigen wir eben auch wieder ab. Das ist leider so. Wir sind noch nicht auf diesem Niveau, dass wir in der Formula 2 mitfahren können. Ja, unser Gomez ist wieder fit. Sehr schön. Und wir sind ja hier auf Russland. Und da gucke ich doch mal, Schwarzes Meer. Da habe ich ganz viele Einstellungen. Ich habe einmal die Einstellungen mit eher einem flachen Flügel mit 16,2. Die Strecke ist ja auch eher... Ja. Er hat ein paar Geraden, wo man sie ziehen kann. Nicht wirklich so scharfe Kurven. Da diese, hier oben und das. Ja. Könnte vielleicht mit dieser Einstellung funktionieren. Und wir gehen auf 25,5. Also nicht wirklich viel. Abrieb so etwa in der Mitte lassen. Dann gehen wir hier auf 19,8 und minus 1,6. Die Einstellung auf 50 und 75. Wir gucken mal. Das ist natürlich fahrerabhängig, das ist ganz klar, Geschwindigkeit, und hier ist auch manchmal ein bisschen fahrerabhängig, je nachdem, wobei hier ein bisschen Mittelfeld, man braucht beides ein bisschen. Wir werden es sehen, was die Kollegen hier machen. Wir haben eine trockene Strecke, das heißt, wir haben auch Bodenhaftung, das heißt, wir werden mit weichen Reifen unterwegs sein und mit sehr weichen Reifen, aber ich würde sagen, wir gehen nur mit weichen Reifen. Steht irgendwo, wie lange das Rennen geht. Nein, steht da nicht. Darum nehmen wir aber die langen, also die weichen Reifen. So, der Kollege hier stellen wir auch ein. Da machen wir aber etwas anderes. Wir gehen hier auf 16,5, auf 25,5. Hier runter, hier auch 50 und hier auf 75, und auch bei dir werden wir mal gucken, was du da hinkriegst. Und da würde ich sagen, ab ins Training. Gucken wir mal, was ihr da hinkriegt. Ja, da müssen wir nichts mehr machen. Den Stint nehmen wir gleich, den Renntrim. Wir nehmen den Qualifying-Trim. Renntrim. Ja, wir nehmen den Renntrim voll auf Risiko. Das lassen wir. Und du auch. Zack. Oh, du bist im Qualifying-Trim. Na, dann lassen wir dich da im Qualifying drin, ja, dann machst du halt so. Doch wurscht. Weil wir ja sowieso nur am trainieren sind.
und eben wir eigentlich ja gar nicht vorne mitfahren müssen. Das ist ja das Gute. Wir haben gar keinen Druck mehr. Ich möchte gerne nochmals ein paar Mal, oder zumindest in dieser und in die nächste Saison, will ich gerne hier bleiben. In dieser Gruppe in der Formula 3 und erst später will ich dann wechseln in die nächsthöhere. Das hat natürlich den Grund, weil wir hier alles Einheitsteile haben, haben wir gute Chancen, um uns eben zu beweisen, mit Geld unser Hauptquartier aufzurüsten, ohne dass wir irgendwie viel Geld ausgeben müssen für Upgrades von Bauteilen. Also sprich, wir müssen nicht Einzelteile verbessern und Geld ausgeben für die Mechaniker, sondern wir können das Geld sparen und voll in unser Hauptquartier einstecken. So, die Getriebeübersetzung stimmt nicht bei Gomez. Okay, das ist doch schon mal ein Hinweis, dass wir dich nachher nochmals rausnehmen. Andrew Gomez fährt durch. Domingo hat, glaube ich, noch keine große Information gegeben, weil der seine Sache da wieder auf niedrig setzt. Genau, weil du kommst auch wieder rein. Bei dir lasse ich das Ganze noch so, obwohl du, nicht wirklich gut unterwegs bist. So, wir haben weiche Reifen schon mal freigeschaltet. Ist schon mal positiv. Wir werden dich aber wahrscheinlich dann reinholen. Nein, wir lassen dich. Eine Optimierung wäre natürlich schon nicht schlecht. Gucken mal, ob du besser dran bist. Nein, bist du nicht. Darum kommst du rein. Das bringt so nichts. So, du kommst rein. Wir werden dich da nochmals ein bisschen aktualisieren. Ja, da stimmt so einiges nicht. Vor allem, was stimmt nicht genau? Die Getriebeübersetzung hat er da mal gesagt, die stimmt hier nicht. Die muss anders sein. Gucke ich doch mal schnell auf unsere andere Daten. Da haben wir so etwas hier. Okay. Könnte okay sein. Wie könnten wir das hier einstellen? Auf 18. Wow. Das ist aber gewaltig hier. Das, denke ich, macht keinen Sinn. Gehen wir mal auf 17. Nein, auf 25,5 lassen wir dich da. Ich habe das Gefühl, dass wir hier noch uns verändern müssen. Auf 18 und auf... Joa, das ist aber sehr, sehr viel, was wir jetzt da verändern. Lass bei das bei 17. Nein, das gefällt mir irgendwie nicht so. Wir könnten auch hier die 25,5 belassen und eventuell hier noch ein bisschen spielen. Genau, so machen wir es. Wir schicken dich so nochmals raus. Das gleiche noch einmal, die gleichen Reifen, auf geht's. Der Domingo, der müsste ja eigentlich bald mal reinkommen. Hier kommt er daher. Der hat die schnellste Runde mal wieder hingekriegt. Sieht denn hier dein Verhalten aus? Och, schlecht. Da passt ja hinten und vorne was wieder nicht. Die oberen beiden Sachen sehen sehr gut aus. Siehst, ja. Hier geht es genau in die andere Richtung. Das sind natürlich Sachen, das ist sehr schwierig vorauszusehen. Und der hat jetzt, solche Einstellungen habe ich noch nie gehabt. Das ist wirklich fahrabhängig. Und könnten vielleicht hier noch etwas ändern, genau. Vielleicht auch hier lassen. Ich versuche es mal so. Und wir schicken dich nochmals raus. Dasselbe noch einmal. Gleiche Reifen, auf geht's. Hier kommt das allererst. Ja, du bist es. So, wir machen hier wenig Mostverbrauch. Den Gas geben. So, jetzt haben wir schon mal von jemand anderem die schnellste Runde. So, und jetzt gehen wir dann rein ins Vergnügen.
auf aggressiv und überholen. Wo bist du unterwegs? Du kommst auch hier. Und auch du kannst hier starten. So, die Geschwindigkeit fühlt sich schon besser an. So, das wollte ich doch schon mal haben. Das ist wichtig. Wir haben den Renntrim ebenfalls. Jetzt bin ich gespannt. Domingo ist immer noch auf Platz 1. Gomez ist zurückgefallen. Wie gesagt, wir müssen keine Punkte einfahren. Nochmals zum Wiederholen. Wenn wir hier schlecht fahren, ist nicht tragisch. Also, ich will nicht gerade Letzter sein. Ich will da schon ein bisschen etwas erreichen. Aber im Mittelfeld würde ich mich da völlig zufrieden geben. Würden wir ausscheiden? Naja, dann wäre es halt so. Ist mir dann auch nicht so tragisch. Voilà. Wir haben uns nochmals verbessert. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Jetzt hat es aktualisiert. Wie sieht es bei dir aus? Bei dir gibt es keine Veränderung. Aber vielleicht gibt es nochmals eine Runde. Aber das gibt es auf jeden Fall. Kommt mir schlechter vor als zuvor. Oh je. Gut, also haben wir da keine wirkliche Verbesserung hingekriegt. Wir schauen nochmals, ob es nochmals was gibt. Kommt komplett zufrieden. Ich glaube, wir könnten dich hier nochmals reinholen für eine Verbesserung. Wobei, es könnte knapp werden. Aber ich hole dich rein. Ich hole dich nochmals rein. Wir machen die Veränderung. Und dann schauen wir noch einmal. Vielleicht haben wir Glück. Ah, immer noch schlecht. Sogar noch schlechter als vorher. Also müssen wir auch hier in die andere Richtung gehen. Die ersten beiden sind jetzt okay. Oh, da müssen wir also komplett wechseln. Hier in diese Kategorie. So. Und auch hier geben wir noch einen oben drauf. Wir haben sie ja hier verbessert, glaube ich, oder? Und gut auf hervorragend. Da könnte man noch einen drauf geben. Vielleicht 25,8. Der sieht gut aus und da gehen wir in die andere Richtung. Da lassen wir dich nochmals laufen. Wir haben nochmals den Renntrim halt und nochmals dieselben Reifen. Aber es könnte knapp werden. Domingo, der sieht doch hervorragend aus. Ich würde da meinen, perfekt. Wir könnten den Renntrim bei dir noch nehmen. 98%. Ich würde mal sagen, das speichern wir. Aber eben, es ist fahrerabhängig, auch hier. Den Renntrim kostet uns 15 Sekunden. Wir wechseln mal. Vielleicht reicht es aber auch nicht. Domingo kommt als erstes raus. Oje, oje. Es wird knapp, aber ich glaube, es wird nicht reichen für Gomez. Wir haben noch eine Minute. Für Domingo wird es reichen noch für eine Runde. Für Gomez könnte es knapp werden. Jetzt haben wir Stufe 3 freigeschaltet. Sehr gut. Also Domingo startet in eine weitere Runde. Ich habe das ja völlig vergessen. Also wir haben die weichen Reifen sind top. Also mit denen... Nein, die normalen Reifen. Die weichen, genau. Sehr weichen nicht, aber die... Aha, die schwarze getroffen. Das sieht schon mal besser aus. Und wie ist das Resultat jetzt? Es sieht nicht besser aus. Im Gegenteil, es ist schlechter als vorhin. Aber wir sind im Renntrim. Immerhin haben wir hier eine Verbesserung. Gomez selbst hat sich nicht verbessert bis jetzt. Er hat natürlich auch genügend Moss drin. Oh, Armstrong ist noch eins nach vorne gekommen. Gomez bleibt auf Platz 8. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist ein Top-Resultat. Wir haben Domingo, der wieder vorne reingefahren ist. Sehr gut. Dann gehen wir weiter ins Qualifying. Gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Wir haben auch wieder super Wetter. Wir nehmen natürlich gleich das hier. Bei dir nehmen wir sicherlich die weichen Reifen und das Qualifying ebenfalls. Die Konfiguration würde ich sagen, bei beiden top.
sehr weich ein. Die Reifenwahl, die grenzen wir mal wieder auf sehr weich. Wir müssen nicht eben top sein. Wir werden jetzt hier ein bisschen Hindernisse einbauen. Genau aus dem Grunde, dass wir eben vielleicht nicht vorne mit dabei sind. Wir müssen auch keine Pole Position haben, überhaupt nicht. Wir müssen jetzt einfach nur unser Ding durchziehen, damit wir nicht groß Punkte einfahren. Alle noch in der Boxengasse. Wir starten. Gomez 1.16 2.49. Machen hier wieder automatisch. Das hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Das hat der sehr gut gemacht. Ich weiß aber leider nicht, wer das macht, wer das steuert. Kommt das mit dem Fahrer zusammen, also mit dem Rennmechaniker, dass die miteinander hier arbeiten? Weiß es leider wirklich nicht. Von dem her bin ich gespannt, wie es jetzt funktioniert. Zurzeit alles überhitzt. Die Reifen, die kommen jetzt langsam runter. Nein, die sind wieder oben. Die kommen jetzt runter. Die sind jetzt gut. Die sind jetzt perfekt. Und auch bei ihm perfekt. Die Bremsen sind ein bisschen überhitzt bei ihm. Das ist aber nicht so tragisch. Jetzt schauen wir die schnelle Runde von Anthony und von Gomez. 1.16 2.94. Hier oben kennzeichnet, das war die schnellste Runde im Training, im freien Training. Und nun sind wir, oh, da sind aber einige schneller. Ja, gut, wir sind auch die einzigen, mit den weichen Reifen. Die anderen fahren alle sehr weich. Aber wir haben die beste Voraussetzungen bei bei weichen Reifen. Wir müssen nicht Bestzeit fahren, das ist klar. 1.16, wir sind langsam als im freien Training. Ist aber auch nicht schlimm. Wir dürfen zurückfallen. Jetzt natürlich Vollgas zurück an die Box. Sehr gut. Ihr seht, wir sind hinten. Was ich jetzt aber versuchen möchte, ist einmal mit diesen Reifen. Wir haben hier keinen Vorteil, das müssen wir wissen. Wir haben hier keinen Vorteil, weil wir diese nicht gehabt haben zum Trainieren. Trotzdem würde es mich wundern nehmen, gibt es so einen riesen Unterschied. Es reicht für einen weiteren Stint hier. Ich bin gespannt. Wenn wir jetzt wieder vorne reinfahren sollten, dann war es wirklich nur die Reifen. Aber das muss nicht sein. Denn die Reifen waren beim Start ins Qualifying okay. Auch hier wieder völlig okay. Und bei Gomez ist alles überhitzt. Also bei Anthony könnte es eine Top-Runde geben. Ich bin gespannt. Nochmals jemand unterwegs? Zurzeit nicht. Könnte sein, dass die Nummer 13. Fernandes kommt noch auf eine Runde. Petrov ebenfalls. Und Vips schafft es auch noch auf eine schnelle Runde. So, wir haben schon mal persönliche Bestzeit. Jetzt bin ich gespannt. Das Rennen ist fast vorbei, beziehungsweise das Qualifying. Und ihr seht auch schon, ja, gehen wir mal weg da. Du blockierst Anthony, das reicht leider nicht. 13 und 12. 4, 12 und 14. Das Sponsorenziel haben wir auch noch verpasst. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, wegen einem Platz nervt mich schon jetzt, aber doch nicht so extrem. Ein bisschen Geld könnten wir doch gebrauchen. So, eigentlich war das jetzt nicht die Absicht, aber wir haben auch nicht die schnellen Reifen montiert gehabt und mit denen auch nicht trainiert. Oder das Ziel ist, dass wir mit den weichen Reifen hier durchgehen. Das ist doch völlig okay, es sollen andere Leute hier gewinnen.
Wir müssen es eben nicht. So, Viscal ist auf Platz Nummer 1. Er hat die Pole Position. Sehr schön. Gut, nicht so schlimm. Wir gehen ins Rennen. Und im Rennen haben wir Regen. Ja, da bringt uns alles nichts. Alles nichts. Okay, wir wechseln auf die Intermediates. Da haben wir sicher mal die weichen Reifen und der Renntrim. Falls wir auf die weichen Reifen wechseln können, ganz klar. Fahrzeugkonfiguration Regenreifen. Muss nicht unbedingt sein. Ich würde mit den Intermediates rausgehen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben. Das können wir belassen. Aber eben wie gesagt, mit den Intermediates, denke ich, sind wir besser dran. Okay. Ja, Intermediates. Und dann nachher könnten wir auf die anderen Reifen wechseln, falls der Regen nachlassen sollte. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Oh, sind nicht aktuell. Doch, warum denn nicht? Ja, Regenreifen, bla bla bla. Nein, nein, die müssen nachher alle wechseln hier. Ich würde sagen, wir haben einen Vorteil. Die Strecke ist noch nicht ganz so nass. Sie wird aber jetzt dann gleich relativ nass. Das ist egal. Seht ihr, schon mal 1 und 2. Wir haben schon mal ein bisschen Boden gut gemacht. Jetzt wird die Strecke dann extrem nass. Und nachher flacht sie dann wieder ab. Jetzt werden wir an Zeit verlieren, das ist klar. Aber wir werden relativ schnell. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir keine Ausfälle haben. Aha, das ist nur das Dilemma. Jawohl, ich weiß. Trotzdem lassen wir dich draußen. Ein Fahrfehler, das ist nicht so schlimm. Ihr werdet jetzt aufgeholt. Eine Zeit lang. Es gibt einige ein Fahrfehler. Ich hoffe, keine Ausfälle. Das würde mich dann schon noch ein bisschen nerven. Dass wir jetzt zurückfallen, ist auch völlig okay. Wir könnten dafür hier niedrig machen und hier das Ganze ein bisschen auf aggressiv. Oh, da hat aber jemand ein Zwon da. Was hat der denn gemacht? Der muss wahrscheinlich an die Box gehen. Jetzt ist die Strecke komplett nass. Jetzt fallen wir natürlich auch zurück. Aber es geht bald wieder in die andere Richtung. Und da müssen alle an die Box, weil sie müssen die Reifen wechseln. So, wir gehen da mal wieder ein Risiko ein, aber vielleicht bewährt sich das Ganze auch, dass wir doch irgendwo dann im Mittelfeld bleiben. Wir werden sehen, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass es jetzt eine gute Strategie ist. Das würde mich dann hingegen wieder ein bisschen nerven. Achso. Nein, eigentlich ja nicht, aber eben wir dürfen. Oh, da hat ein Kollege einen Unfall gemacht. Marcus Armstrong. Oioioi, gelbe Flagge. Safety Car? Nein, es ist einfach nur Überholverbot hier. Oh, und Anthony, ist der am gleichen Ort jetzt raus? Könnte sein. Also Anthony hat sich auch verabschiedet. Unfall. Okay, dann haben wir nur noch unser Gomez hier. Gomez fällt einiges zurück, aber die Strecke wird wieder besser. Besser für ihn. Die Reifen sind heiß, das ist weniger gut. Ja, 11., 10., 11., das wäre gut, wenn wir jetzt das hinkriegen würden. Wäre ich dann wieder zufrieden. So, jetzt kommt die Strecke dann wieder in diesen Bereich, wo er angreifen kann. Wo dann die Regenreifen, jetzt ist es nur noch nass. Das ist jetzt der Vorteil dann für Gomez. Jetzt könnte er eigentlich, ja, Zonda hat auch gewechselt. Die Reifen müssen auch bald gewechselt werden. Du müsstest aber noch ein wenig durchhalten hier. Unbedingt, du kannst hier konservativ fahren.
Reifen sparen, das wäre natürlich jetzt vom Vorteil. Es ist immer noch alles nass. Da vorne wechseln die ersten auch schon auf harte Reifen oder beziehungsweise auf die ganz weichen Reifen. Ich hingegen behalte es noch ein wenig. Ja, die Reifen sind kalt, ich weiß. Aber wir wechseln jetzt dann auch gleich auf unsere anderen Reifen hier. Vielleicht könnte man das jetzt dann bevorzugen. Wir sind jetzt auf Platz Nummer 6. Gibt noch Leute, die wechseln müssen. Und wenn wir jetzt rausgehen, nein, wir lassen es nochmals eine Runde. Und jetzt gehen wir rein. Box. Und zwar haben wir noch 32 Runden. Das reicht genau für dich. Für dich leider nicht. Da ist noch alles in Ordnung. Hier ebenfalls. Wir haben. Ja, das ist nur 5 Sekunden. Ja, da kommen wir auf einem guten Niveau dann wieder raus. So, nein, das klappt wunderbar. Jetzt gehst du eh in die Box. Hoffentlich klappt alles. Wir werden zurückfallen, das ist klar. Und wie weit? 12. Platz. Das ist okay. Vorne haben wir immer noch ein paar, die dann wechseln müssen. Die fallen aber wahrscheinlich nicht so weit zurück. Schön wäre, wenn wir noch einen Platz nach oben kommen würden. Machen da noch ein bisschen an Temperatur. Mach da mal überholen, bitte. So. Wieder auf normal. So, jetzt sind wir immerhin 11. 11. ist völlig okay. Ich hoffe, den können wir behalten, diesen Platz. Und jetzt fahren wir hoffentlich auch mit diesen Reifen durch. Vorne haben wir immer noch ein paar, die auf. Oh, jetzt sind wir sogar noch 10. Aber wir haben mit sehr weichen Reifen Kollegen, die auch nochmals an die Box gehen müssen. Ja, das könnte sein, dass wir doch noch ein bisschen nach vorne kommen. Aber wir lassen uns mal ein bisschen überraschen hier. So, die Zeit läuft uns auch ein bisschen davon. Vielleicht müssen wir dann noch einen kurzen Unterbruch machen, dass wir hier eben das Rennen nicht in dieser Folge beenden können. Es sind immerhin noch 20 Runden zu fahren und darum würde ich auch sagen, wir machen doch hier einen Stopp. So, und in der nächsten Folge beenden wir das Rennen. Wir sind auf dem 9. Zwischenrang. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ein paar Pünktchen sind okay, wenn wir so um diese Plätze hier sind. Zwischen 10 und 11 ist alles okay. Am besten nicht hinter 11, dann kriegen wir immerhin noch das Sponsorenziel. Aber in der nächsten Folge wissen wir natürlich dann mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye bye.